So, da sind wir wieder. Mal schauen. Genau, erstmal behandeln. Hier, schwere Krankheit, habe ich gerade gesehen. Da wurde mir schon ganz anders. Weigert nichts. Bergbau 5 Tiere, 4 Medizin. Das ist grundsolide. Das haben wir hier. Alter, das ist natürlich geil. Fürsorglich will er nicht. Das heißt, Medizin und so fällt weg, aber er hat halt viele, viele Interessen. Rauschmittel, Interesse, pessimistisch, süß, wie durch das mag mir ja nicht gefallen. Und Boomrate, ah, Medizin 10. Aufreiben, psychisch abgestumpft und erschütterlich ist natürlich geil. Landwirtschaft 7 ist natürlich geil. Medizin 10 auch. 78, na hier Anwerbungsgespräche, aber flottig. Weigert auch nichts. Ihn hier, wenn wir aufmuntern, bis es ihm besser geht. Und ihn hier auch. Und dann lassen wir die beiden frei. Aber Boomrate behalten wir. Okay, Albio dann halt nicht. Das ist das Ding. Warum ist das Zeug noch nicht da unten? Priorisieren wir das mal, dann sollte das schneller gehen. So, und wenn er das fertig getragen hat, kann noch der Dreck entfernt werden. So. Irgo und Boomratte. Das wäre natürlich cool, wenn wir die beiden dazu bekämen. Dann können wir auch wieder anbauen. Theoretisch können wir auch schon mal anfangen. So, ne? Dann kommt das hier hin und dann haben wir 6x6, dann passt das. Blitzsturm finde ich ja ein bisschen nervig. Wieso habe ich da oben eigentlich noch... Da ist der nächste. Eigentlich müssen wir hier auch noch innen bauen. Hier so. Da oben ist egal, hier unten, hier so auch. Nee, da oben ist ja nicht mehr egal. Ah, stimmt ja. Schlafen sie alle. Könnte der Rest bitte helfen kommen, bevor die Baumwollplantage Feuer fängt? Chess, schaffst du es? Was machst du? Der holt erstmal Eisen aus Eisenhausen. Rupert. Das dachte ich mir, dass die jetzt hier kaputt gehen. Aber da können wir gerade oben, da oben nichts machen. Da ist absolut...
Da brauchen wir nicht. Und da brauchen wir wahrscheinlich auch eine. Der Emo versucht sich zu retten. Ein Riesenfeuer, wenn man das so überlegt. Das ist unsere gesamte Basis, die da brennt, theoretisch. Vorratskapsel. Oh, Beeren. Schön. Es regnet. Das ist gut. Scherz hat nichts zu tun, außer tragen. Ich bin erstaunt. Ich bin ja positiv überrascht. Hätte ich ja nicht gedacht vom guten Chess. Muss ich ja so ehrlich zugestehen. Wie sie das Bier jetzt einfach da haben stehen lassen. Steht da so in den Gängen. So, ja, auch noch eine Flasche. Keine Bange, was ich hier trinke, ist nur Wasser. Wer ist denn da verwirrt? Unsere Katze ist verwirrt. Wo ist sie hin? Schlafen. Nee, Farmer. Redet mit Loser. Natürlich hier oben jetzt so eine Sache. Dass wir das hier alles normal bauen müssen, ist natürlich nicht sehr ressourcensparend. Oder schonend. Das heißt für uns als Konsequenz, guck mal, wer hier noch ist. Da liegt ja noch wer. Es gab ja tatsächlich Leichen beim letzten Mal. Was hier noch alles getragen werden muss, wie unser Lager hier draußen aussieht. Das ist ja leer. Ist ja nichts mehr da. Apropos Lager. Apropos Lager. Strom, Möbel, Strukturen hier. Was wird hier gebaut? Achso. Ah, die neuen Räumlichkeiten. Für zukünftige Gefangene. Oh, komprimierter Stahl, hier. Ja, das Vieh muss auch weg, Leute. So ist nicht.
sind schon die ersten jetzt mit der mit den Granitwänden. Theoretisch könnten wir auch schon die Sandsteinböden so langsam in Betrieb nehmen. Den Flur machen wir mal noch Holz. Wer ist denn jetzt verwirrt? Christina immer noch. Warum das denn? Alter, die ist ja schon 13 Jahre alt. Demenz und Arterienverstopfung. Das arme Tier. Das arme Tier so gesehen, ne? Und keiner sagt was, ne? Keiner sagt was. Da drinne ist auch nur 5 Grad, weil draußen 3 sind. Nee, Leute. Leute, nee. So geht das doch nicht. Wir haben noch gar nicht die Schmiede gebaut, oder? Nee, die Mechanikwerkbank haben wir noch nicht gebaut. Die würde ich ja gerne neben die Schmiede bauen, ganz ehrlich. Das war's auch schon. Ansonsten würde ich gerne bei Diverses hier mal den Schrank in die Mitte bauen. Das wäre dann da so. Kältewelle. Na, war ja klar. Haben wir jetzt eigentlich genug Mikrowellen? Störung im orbitalen Feuer. Warum? Nee, das ist nicht das Ding. Das ist irgendwie das da. Kältewelle macht natürlich hier oben alles kaputt. Das heißt, die Tiere werden demnächst hungern. Das heißt, wir könnten da mal so ein paar Küken schlachten. Damit wir mehr für das Essen für die Hunde und so haben. Für Tiere und so haben. Das ist nicht das, was ich machen wollte. Minus 7 Grad draußen, drinnen sind es immer noch wahrer Kuschelspaß drinnen mit 21. Ja, jetzt erfrieren die ganzen Pflanzen, da kann ich auch nichts gegen tun. Männlich, unser Hase ist auch männlich, ne? Genau, der ist ja auch schon irgendwie. Wie alt ist der? 6. Was willst du denn hier eigentlich? Was hackt? Die geht's wohl nicht ganz fruchtig, mein Freund. Nase hier. Versucht Boomratte. Achso. Habe ich gerade gewundert. Wie will er eine Boomratte rekrutieren? Dann fiel mir ein. Der heißt der Boomratte. Das können wir übrigens ausmachen. Solange der Strom anderswo gebraucht wird. Fleißig repariert. Hier wird fleißig gejagt. Ist okay. Und es ist okay. Bin gespannt, was draußen noch alles erfriert bei den minus 8 Grad. Obwohl wir könnten, theoretisch.
überall Feuer hinbauen. Und hoffen und beten, dass die Pflanzen nicht erfrieren. Weil wir ja Feuer haben. Logischerweise. Also wenn ich gerade alle schlafen. Jetzt wird es nachts natürlich richtig bollekalt. Mit minus 18 Grad sind wir da tatsächlich sehr frostig. Innen 14 ist natürlich auch nicht hübsch. Das ist, weil wir hier 3-4 Grad Unterschied haben. Wir haben auch für den langen Flur hier nur eine Heizung. Das mag mir nicht gefallen. Dann wollen wir mal die zweite Heizung bauen. Wird Zeit. Das wäre dann hier. Und eine Lampe hier. Damit die Wohnquartiere warm bleiben. Chess trägt. Was ist denn da los? Wir sind natürlich draußen alles erfroren. Dann können wir die auch alle abbrechen. Weil, ist ja Quatsch, wenn schon alles tot ist. Weil das verbraucht sich ja auch. Ist ja nicht so, als ob. Nee, das wollt ihr nicht. Das wollt ihr auch nicht. Das wollt ihr auch nicht. Ja, geht nicht. Könnt ihr nicht machen. Haha, ausgetrickst. Das sind die Schüsse, ne? Wird mir auch auf den Sack gehen, Farmer. Keine Bange. So, jetzt dürfen sie nur noch nicht von unten angreifen. Dann machen wir hier noch eine Verteidigungswelle hin. So eine Linie. Mit den Raum kriegen wir wieder einfach hochgeheizt. Ach, guck mal. Können wir installieren? Können wir installieren bei hier? Gefällt euch dieses Zimmer? Minus 8. Was zum Geier ist das für ein Ding? Wie hässlich ist das? Übel. Abreiß. Minus 8. Okay. Löschschaum. Löschschaum. Ah, okay. Okay, das war doch nicht schlecht. Das erste ist schon kaputt. Auch nicht schlecht. Okay. Okay. Doc, mach doch erstmal hier fertig. Doc, mach doch erstmal hier. Bist du denn doof? Mach doch erstmal eins fertig! Ja, genau. Und jetzt hier ein neues ausbrechen lassen. Seid ihr denn alle bescheuert? Sie ist positiv, können wir hier so nachbauen. Leute, macht doch erstmal das hier unten weg. Jetzt schon wieder kaputt. Wir
haben keinen Strom. Natürlich haben wir keinen Strom. Kann noch von einer von euch bauen? Ich weiß gar nicht mehr, wer. Farmer konnte doch noch bauen. Ach, sie ist gerade am Durchdrehen. Ach, ich bin kaputt. Jetzt haben wir natürlich nur den Strom durch. Jetzt können wir, bevor du die trägst, können sie bitte Stromkabel bauen. Das wäre total knorke. Könntest du bitte die bauen? Nee, könntest du... Also die tatsächlich bauen. Chess, könntest du die bitte bauen? Wir brennen noch so bauen. Cosme. Cosme schläft. Nee, Cosme schläft nicht. Cosme baut. Weil wir hier sonst alle erfrieren werden. Wie die Windkrafträder es gerade schaffen, die ganze Kolonie am Leben zu halten, ist mir noch ein Rätsel. Reparieren die erstmal hier alles, ne? Ah, Sklavenhändler, was? Ne, wir könnten die verkaufen. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir verkaufen hier den Mist, den keiner braucht. Hau raus! Wir haben ja genug. Wir können dir noch Bier verkaufen. Alles. Und dafür kaufen wir die 4 Bauteile. Und behalten ein paar Bier. Noch was? Nee, ne? Machen wir so. Machen wir erstmal die Wand. Nee, machen wir erstmal. Machen wir mal hier so einen kleinen Notfallkreis. Ja, Doc hat erstmal zu tun. Das kann ich mir vorstellen. Sind wir jetzt wieder am Stromkreis angeschlossen? Ja? Ja, ja. Sonneneruption. Hm, na klar. Hungerndes Tier, weil wir kein Essen haben. Ist es überhaupt noch kalt draußen? Ja, leider schon. Drinnen leider gleich auch. 11 Grad, es kühlt schon runter. 14 in den Wohnbereichen ist es noch am wärmsten. Ja, geht hier auch. Das heißt, wir kriegen wieder Strom. Wieso laden sich die Batterien, aber der Rest ist nicht mit Strom versorgt?
Weil es einfach nicht genug war, um irgendwie irgendwas zu tun. Ich sehe schon. Ja, dann... Farmer, du hast doch ein Bett, oder? Ja, da. Geh doch schlafen. Aber du gehst verwirrt umher, deswegen kannst du nie was tun. Das ist natürlich jetzt wieder ganz schlau gewesen. Was wir tun müssten, wäre nochmal so sowas hier. Um genau sowas zu vermeiden, wenn wir neu bauen. Mach erstmal die hier. Damit wir wenigstens eine... Nee. So war das nicht gemeint. Von wo holst du jetzt Strom, sag mal? Strom, Stahl meine ich. Nein, unsere Katze hat einen Herzinfarkt. Ja, sie ist halt auch schon alt, ne? Die doofe Katze. Ja, ich überlege tatsächlich noch einen weiteren Stromzufuhrgedöns zu bauen. Ups da. Na gut. Na gut. Wenn sie meinen. Na gut. Farmer ist bewusstlos. Was ist denn los mit der? Aber bei den Ärzten. Achso, wir müssen das Bauen mal wieder auf adäquate Sachen zurücksetzen. Ja, was ist denn los mit ihr? Warum ist die denn so doof? Pflege. Campbell und Doc. Campbell und Doc, beide schlafen. Wie wär's, wenn wir die erstmal retten? Was auch immer sie hat. Ah, natürlich. Oh. Sie hat Entzug. Weil wir hier keine Hallo-Wach-Drogen haben. Wake-up-Entzug, minus 35. Starving. Füttern wir sie mal. Abscheuliche Umgebung, naja, weil hier viel gebaut wird. Ja, okay. Schwere Kampf, was hat sie denn? Nichts mehr. Gut. Durch die Verbindung wird jetzt hier nichts durch den Bau zerstört. Keine Materialien, das dachte ich mir irgendwie. Warum genau ich vergessen habe, hier weiterzumachen, ist mir auch schleierhaft. Ja, sie konnte nichts essen, weil sie die ganze Zeit nur total doof in der Gegend rumgerannt ist. Abscheuliche Umgebung, ja. Oh, natürlich. Wie dumm von mir. Die Stromkabel gehen ja noch da lang. Wird gebaut. Machen wir erstmal die Stromkabel hier unten.
Ach so, und jetzt müssen wir natürlich hier oben wieder schauen. Produktion. Wir brauchen erneut eine elektrische Schmiede, einen neuen Steinmetztisch. Steinmetz. Und einen Bildhauertisch. Theoretisch könnten wir Steinmetztisch, das so bauen. Dann haben wir oben jeweils eins frei und dann stehen die so an den Wänden. Das sieht, glaube ich, hübscher aus. Ja, das wäre natürlich dann hübscher, wenn wir das auch noch hier runterkriegen würden. Das machen wir dann irgendwann mal. Ja, das ist nicht so, noch nicht so wichtig wie jetzt zum Beispiel das da. Wartet. Irgendwas fehlt uns noch, was irgendwie relativ wichtig ist. Sowas wie Komponenten und Bauteile. Dafür brauchen wir den Multi-Analysator. Gut. Geht klar. Ja, hier war jemand fleißig. Ich sehe schon. Farmer, wie geht es dir? Hungrig. Iss was. Iss einfach eine Mahlzeit. Geht klar. Und wie schleift es so ein bisschen mit dem Tragen? Mit den Scharfschützengewehren stehen sie da links und rechts. Und lassen sich natürlich absolut niedermachen, weil sie die letzten Lappen sind. Alter, geht mir das schon wieder auf den Kranz. Wo bist du denn? Du hast den nicht gerade erschossen! Zwei weniger habe ich auch, hab ich schon wenig Lust, ne? Gucken wir mal, was sie da machen lässt. Wir sehen uns gleich wieder.